du kannst mich bezwingen, Verräter? Tempelhund! Renne! Templerhund! Glaubst du, du kannst mich bezwingen, Verräter? Templerhund! Ihr habt viel gelernt, Verräter! Kesegowase, es musste nicht so enden. Und ob, du bist ein Feind. Achilles verlangt deinen Tod. Was er tut, ist falsch. Was weißt du schon? Die Templer werden scheitern. Du wirst scheitern. Monroe ist jetzt schon tot. Was meinst du? Liam. Oi, halt! In der Kerne lief Richtung Docks. Ein großer Mann mit Axt war ihm auf den Fersen. Ja, ja. Ja. Das Manuskript. Ein Assassinen namens Liam. Ich hole es zurück. Ich schwöre es. Shay. Thank you.
Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren? Und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens? Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal, was passiert? Ich schwöre. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer. Herold einer neuen Welt. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Verstehen Sie jetzt? Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Shay sah das wahre Antlitz der Welt und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Der nächste Halt. Wir brauchen den nächsten Serverstrohkopf. Dieses Büro gehört einem Mann namens Olivier Garneau. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Otto Berg ist Vertreter von unserer Dach Abstergo Industries. Er zeigt Ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Olivier war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Aber vor einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf den neuesten Stand, aber sie haben gearbeitet und sich bewährt, also... Ich gewähre Level 2 Security-Zugang. Server dieser Etage liefern mehr von Shays Erinnerung.
François Macandal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macandal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macandal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macandal durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macandals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar die inhärente Überlegenheit der Templerideale über den Assassinenterror. Ihr Animus ist bereit und wartet. Das als Juno bekannte erste Zivilisationswesen erschien im Großen Tempel in New York im Dezember 2012. Auch wenn sie kein körperliches Wesen mehr ist, existiert sie als digitales Bewusstsein irgendwo in der Abstergo-Cloud. Um ihre Ziele in der realen Welt zu erreichen, benutzte Juno zwei Typen von Menschen. Der erste ist ein anderes Vorläuferbewusstsein, das gelegentlich in einem menschlichen Körper erscheint. Diese Person ist gemeinhin als Weiser bekannt. Juno beherrscht auch eine Gruppe von Jüngern, Instrumente des ersten Willens genannt, die glauben, die natürliche Rolle der Menschheit sei es, der ersten Zivilisation zu dienen. Abstergo benutzt derzeit den ersten Willen als einen preiswerten und bequemen Weg, Edensplitter und andere Relikte zu erhalten. Allerdings vermute ich, dass auch das Gegenteil stimmt, dass sie unsere Ressourcen verwenden, um Objekte zu finden, die ihren eigenen Zielen dienen. Ich traue ihnen nicht. Aber vorerst kann ich ihre Aktivitäten nur durch Da Costa beobachten lassen. Junos Motive sind unklar. Obwohl sie einen Versuch machte, ein körperliches Wesen zu werden, scheint sie als digitale Einheit wesentlich mächtiger. Agent Da Costa fürchtet, dass sollte die Menschheit je Einzigartigkeit erreichen, eine Fusion von Mensch und Maschine, Juno, unbezwingbar würde. Ironischerweise drängt Abstergo selbst die Zivilisation in diese Richtung. Ich sage ja nur, dass uns Violett nicht schon vorher für den kaputten Aufzug hätte anschreien sollen. Ach, bring mich um.
Tja, könnte ich, aber sie würde dich zum Leben erwecken und du müsstest wieder ran. Es ist 4.26 Uhr, 13. Dezember 212. Debriefing der Kairo-Operation des Sigma-Teams. Debriefing geleitet von Abstergo-Psychiater Stibor Hašek, Stufe 7. Und Director of Operations Letitia England, Stufe 9. Geben Sie Ihren Namen und Rang an. Joani Otzoberg, Dienstnummer OP114856B, Meistertempler. Wie bewerten Sie das Ergebnis der Kairo-Mission, Master Berg? Ich würde sie als vollen Erfolg bezeichnen. Das neue Sigma-Team war hervorragend. Das geht ein bisschen weit, oder nicht? Das erste Ziel, William Miles, wurde gefasst und das Artefakt der ersten Zivilisation geborgen. Beide wurden Warren Wittig ohne Zwischenfall übergeben. Darf ich fragen, wie Sie die Mission bewerten? Die Ergebnisse sind gut, aber nicht die Methoden, die Sie gewählt haben. Verstehe. Darf ich fragen, warum? Sie sind abgewichen. Sie sollten das Ziel eigentlich am Flughafen ergreifen, nicht im Museum. Als das Ziel aus dem Flugzeug stieg, spielte er den Fremdenführer für eine Gruppe von Schülern auf Klassenfahrt. Ein Mitglied des Sigma-Teams informierte uns, dass Sie die Mission abgebrochen haben. Das will ich nicht leugnen, aber sagen Sie, wer hat geredet? Das kann ich nicht verraten. Egal, ich finde ihn schon allein. Zurück zur Sache. Das Ziel war sehr clever, aber auch sehr nachlässig. Inwiefern? Das Ziel verfügte über moderne Überwachungsabwehrtechniken, konnte sie aber nicht ordentlich implementieren. Das Ziel war ein Assassine und das schon von Geburt an. Das weiß ich. Dennoch, er war schon Jahre keine aktive Einsatzkraft mehr. Er muss sehr verzweifelt gewesen sein. Denn heute ist er eher ein Redner, ein Puppenspieler. Und was sind Sie? Ein Raubtier. Ein Raubtier, das die Ordnung wegen ein paar Schulmädchen herausfordert. Ich halte mich eher für jemanden, der sich die günstigste Zeit zum Zuschlagen aussuchen kann. Letztes Mal hielt ich mich in Florenz genau an die Befehle. Das endete für niemanden gut. War es das? Oder haben Sie die Studenten an Ihre Tochter erinnert? Ich trenne Arbeit und Privatleben. Vollständig. Die Genesung Ihrer Tochter ist bemerkenswert. Ich hoffe, sie macht weiter Fortschritte. Bitte nicht. Bitte wie, meinen Sie? Ich finde Ihren Versuch, mein Kind zu bedrohen, vulgär und unnötig. Und warum? Abstergos Pharmazeutika haben meinem Kind ein Leben ohne Schmerzen ermöglicht. Und ich habe endlich eine Berufung in meinem Leben gefunden. Und dafür erwarten wir Gehorsam. Dafür haben Sie meine Loyalität. Die Beteiligung von Kindern in Ägypten hat die ursprüngliche Mission gefährdet. Mehr nicht. Wir haben bereits einen Meistertempler, den wir kaum kontrollieren. Ich will keine zwei Unsicherheitsfaktoren da draußen haben. Bei allem nötigen Respekt für Master Cross, auch wenn er begabt ist, ist er mental gestört. Darum geht es gar nicht. Aber nach Ihrem Fehlschlag in Florenz mussten wir Sie unbedingt im Auge behalten. Ich habe alle Missionsziele erreicht, ohne Blutvergießen. Also lautet meine einzige Frage: Erhalte ich den Befehl über das Sigma-Team oder nicht? Also, die Ergebnisse waren tadellos. Dann halte ich dieses Meeting für beendet. Ich erbitte die Erlaubnis zu gehen. Haben Sie noch etwas Wichtigeres zu tun? Ich werde herausfinden, wer aus meinem Team mit Ihnen geredet hat. Ich dulde keine Insubordination. Ich denke, wir sind fertig. Debriefing endet um 4:34. Transkript geht an Alan Rickin zur Sicherheitsüberprüfung.
Angesichts der Natur der derzeitigen Untersuchung habe ich nach anderen Assassinen gesucht, die ungewollt der Templersache dienten. Der erste ist Clay Kaczmarek, der Warren Wiedicks Animus-Projekt in Rom infiltriert hat. Er wurde Subjekt 16 des Projekts. Kaczmareks reiche Ahnen halfen Wiedick, den Renaissance-Assassinen Ezio Auditore als interessante Person zu identifizieren. Eine Überbelastung durch den Animus trieb ihn in den Wahnsinn. Er beging Selbstmord. Allerdings, Kaczmarek ist möglicherweise noch einmal nützlich geworden. Im Animus kam Subjekt 16 in Kontakt mit dem ersten Zivilisationwesen Juno. Vielleicht kann uns die Untersuchung seiner bizarren Animus-Erlebnisse helfen, einen Weg zu finden, die drohende Gefahr durch Juno abzuwenden. Nach dem Verschwinden von Subjekt 16 brauchte Wiedick einen Ersatz. Desmond Miles, ein entlaufener Assassine, wurde im September 2012 geschnappt und als Animus-Subjekt 17 verwendet, auf der Suche nach einem Edenapfel. Es gelang ihm zu entkommen und eine drohende Gefahr für den Planeten zu enthüllen. Eine Sonneneruption ähnlich jener, die die Vorläuferrasse vor 75.000 Jahren ausgelöscht hatte. Desmond Miles reaktivierte auch einen Tempel der ersten Zivilisation in New York und benutzte ihn zur Rettung der Welt. Aber es kostete ihn das Leben. Abstergo barg seine Leiche. Als Toter wurde Desmond Miles Probe 17. Und seine wertvollen genetischen Daten wurden in die Cloud-Server geladen, um allen Teilen von Abstergo zu dienen. Ob sie nun leben oder tot sind, wir müssen weiter Wege finden, Assassinen für uns arbeiten zu lassen. Das ist Sperrgebiet. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Shit, was ist passiert? Noch eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab sogar ein Datum, 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Kultiviertes Schwein! Hättest deinen Urwald nicht verlassen sollen! Ouais, retourne à Boston! Philadelphia! Ah!
Shay? Seid ihr das? Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Das gemacht? Was für ein Glück! Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Mehr können wir jetzt nicht tun. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Shays Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. Shay Cormac, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen.
Sag mir, was ihr seid. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Lewisburg. Wir treffen einen Royal Navy-Offizier, James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also, enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig, vor allem da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. Ich hörte, Lewisburg sei eine Schlüsselstellung in diesem Krieg. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht ihr der St. Lorenz offen. Dann kommen Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich. General Wolfe wird dem feigen Montcalm eine Abreibung verpassen. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, bringen wir diesen Kontinent endlich auf. Ich fürchte, dazu bedarf es mehr, Freund. Das ist wie eine weiße Wüste. They'll let him stop in some rum shop till he bells calls him out. Then he'll raise hands auf high and down to the front. By Christ, I'm homeward einholen. When his money's all gone, it's a same old song. Get up, Jack Johnson. Es gibt nicht genug Becken auf der Welt. Come along, we jolly brave boys. There's plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly Roman tar. Come along, me jolly brave boys, there's plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly Roman. Da ist sie, die HMS Pembroke, Captain James Cooks Schiff. Ein Prachtstück. Kriegsschiff, voll bewaffnet. Wir sollten mit der Morrigan längs gehen. Master Kenway wartet sicher schon.